Ich danke jedenfalls recht herzlich für die Einladung, dass ich hier jetzt diesen Vortrag halten darf, und ich danke für euer aller Erscheinen. Kann man den Medien noch trauen? Fake News, Lügenpresse, Vorwurf, Handke-Debatte, der Kampf um die öffentliche Meinung. Also das ist, wie wir alle wissen, ein ziemlich heikles Thema. Und ich nehme an, dass es dann auch in der Diskussion ziemlich kontroversiell zugehen wird. Ich stelle halt jetzt mal in dem Referat meinen eigenen Zugang dazu vor. Ich beginne einmal mit einigen Beispielen. Zuerst den Vorfall aus dem April 2018. Da geschah etwas höchst Bemerkenswertes. 5 namhafte deutsche Politiker aus verschiedenen Parteien schlossen sich zusammen und veröffentlichten gemeinsam in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung einen Gastbeitrag. Diese 5 Personen waren Antje Vollmer von den Grünen, Edmund Stoiber von der CSU, immerhin ehemaliger bayerischer Ministerpräsident, Günther Verheugen von der SPD und Horst Teltschik von der CDU. Außerdem kam ein ehemaliger Minister der FDP dazu, nämlich Helmut Schäfer. Es ging bei diesem Aufruf um das Verhältnis zu Russland. Die 5 Politiker riefen gemeinsam in Form eines öffentlichen Appells, man höre und staune, zum Dialog, ja zur Zusammenarbeit mit Russland auf. Sie warnten davor, in Russland immer nur den Feind und Bösewicht zu sehen. Sie warnten vor einem dritten Weltkrieg. Zur Erklärung noch, das alles geschah inmitten der aufgeheizten Atmosphäre der Skripal-Affäre. Laut Antje Vollmer war es aber für diese 5 Politiker schwer, auch nur eine Zeitung zu finden, die diesen Aufruf veröffentlichen wollte. Es gelang ihnen dann nur mit Mühe, mit viel Mühe, in der Gastbeitragsleiste der FAZ. Nun sollte man meinen, dass so ein parteiübergreifender Aufruf 5 namhafter Politiker zu einem grundlegenden Kurswechsel im Umgang mit Russland etwa eine kleine Sensation ist, auf das sich die Medien stürzen und das hohe Wellen schlägt. Man sollte meinen, dass das nun alle Medien aufgreifen und darüber berichten. Der Aufruf enthält dafür auch die notwendigen journalistischen Kriterien, so wie man das als angehender Journalist lernt. Was geschah stattdessen? Nichts. Der Aufruf wurde zwar mit Mühe veröffentlicht, dann aber wurde er von fast der gesamten Medienlandschaft übergangen, als hätte er nie existiert. Das ist also interessant. Über jeden Babybauch im britischen Königshaus wird detailliert berichtet, über jeden kleinen Vorfall im Dschungelcamp, wen der Lugner auf den Opernball eingeladen hat, darüber aber nicht. Das sollte irritieren und wirft grundlegende Fragen auf. Warum haben die Medien diesen Aufruf 5 namhafter Politiker ignoriert? Und wie selektieren Medien ihre Nachrichten tatsächlich aus? Ein zweites Beispiel. Ein weiterer, ein nicht unähnlicher Vorfall. Und zwar ein Geschehnis aus der Assange-Affäre. Niemand geringerer, nämlich als der UNO-Sonderberichterstatter für Folter, der Schweizer Völkerrechtsprofessor Nils Melzer, hat bald nach der Verhaftung von Julian Assange, vor mittlerweile fast einem Jahr, Nils Melzer hat bald danach dessen Haftbedingungen im britischen Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh als Folter bezeichnet. Und Nils Melzer hat alles getan, um die Öffentlichkeit auf die menschenrechtswidrigen Haftbedingungen des WikiLeaks-Gründers hinzuweisen, auf die Isolationshaft, auf den schlechten gesundheitlichen Zustand von Assange und darauf, dass die britische Regierung Assange eine ordentliche medizinische Behandlung kontinuierlich verweigert. Für all das konnte er aber, zumindest damals, also vor fast einem Jahr, für all das konnte er kein Interesse bei den Medien wecken. Das sollte auch länger so bleiben.
Ich selbst habe im vergangenen Herbst als redaktionsunabhängiger Blogger im Online-Standard einen Artikel dazu geschrieben. Ein anderer Journalist konnte auch eine Randnotiz dazu im Online-Standard unterbringen. In die Printversion war das nicht zu bekommen, zumindest damals nicht. Mehr aber noch, Nils Melzer sind auch andere diverse Ungereimtheiten im Fall Assange aufgefallen. Er hat anhand des Studiums der schwedischen Dokumente entdeckt, dass die Vergewaltigungsvorwürfe gegen Assange gefälscht waren. Und er wollte die Öffentlichkeit darüber informieren. Er schrieb schon im Mai, Juni 2019 dazu einen Artikel, den er dann gleich diversen renommierten Blättern angeboten hat. Dem Guardian, der Times, der Financial Times, dem Sydney Morning Herald, der New York Times, der Washington Post und noch vielen anderen. Sie alle haben es damals abgelehnt, den Bericht des UNO-Sonderberichterstatters zu veröffentlichen. Schließlich blieb ihm nichts anderes übrig, als ihn lediglich ins Internet zu stellen. Erst in den vergangenen Monaten ist es ihm in Zusammenarbeit mit Prominenten und Aktivisten und Unterschriftenplattformen gelungen, dass das Schicksal Assanges allmählich an die Öffentlichkeit dringt. Es bekommt aber noch lange nicht den breiten Raum, den es verdient hat. Im Moment ist das Coronavirus wieder wichtiger. Auch da stellt sich aber genau dieselbe Frage wie beim ersten Beispiel. Wieso lehnten die genannten Zeitungen, also Guardian, Times und so weiter, die allesamt zu den internationalen Leitmedien zählen, wieso lehnten die in Einhelligkeit ab, das zu veröffentlichen? Wieso wollten die das nicht abdrucken? Was passierte da? Ein drittes Beispiel, diesmal aus dem ukrainischen Bürgerkrieg. Da geht es nun um die Macht der Bilder. Die Macht, die Bilder in den Medien haben, vorausgesetzt, sie sind natürlich auch mit der richtigen Unterschrift versehen. Sie alle erinnern sich sicherlich zumindest vage an den Absturz oder vielmehr Abschuss der MH17 über der Ostukraine. Das war im Juli 2014. Es handelte sich dabei um das Flugzeug einer malaysischen Fluglinie. Dafür machte man pro-russische Rebellen verantwortlich. In diesem Zusammenhang wurde auch das Foto eines solchen pro-russischen Kämpfers in den westlichen Medien bekannt, das als Beleg für die abscheuliche Bösartigkeit dieser Terroristen, wie man sie dann freilich nannte, herhalten musste. Und zwar steht auf dem Foto da der Soldat bei den Trümmern des Flugzeugs und hält ein Kinderspielzeug in die Höhe, ein Stofftier, einen Schimpansen. Das ist natürlich etwas Erschütterndes, weil man da anschaulich vor Augen bekommt, auch Kinder sind ums Leben gekommen. Also auf dem Foto hält der Soldat dieses Kinderspielzeug in die Höhe und es kam in die westlichen Medien unter dem Tenor: Terrorist hält das Spielzeug eines getöteten Kindes triumphierend wie eine Trophäe in die Höhe und verhöhnt seine Opfer. Bestialisch, natürlich. Nun gibt es aber halt auch medienkritische Leute, die recherchiert haben, wie dieses Foto zustande gekommen ist. Und tatsächlich war die Situation eine ganz andere. Diesen Vorfall gibt es nämlich auch auf einem Video. Und die Situation war dabei die, dass da OSZE-Beobachter hinkamen zur Absturzstelle. Und da waren natürlich außerdem noch viele Fotografen rundherum. Und da waren auch Separatisten vor Ort, die jetzt aber nichts Böses getan haben, sondern die waren den OSZE-Leuten und den Rebellen sogar behilflich und haben sie begleitet. Diese Rebellen waren auch erschüttert von dem, was da geschehen war. Und einer von ihnen entdeckt dann das Stofftier zwischen den Trümmern und hält es hoch, aber nicht triumphierend, sondern er zeigt es einfach in die Runde der Fotografen. Und wie der Mann da so den Stoffschimpansen hochhält, da klicken natürlich alle Fotografen rundherum sofort wie wild ab. Und dann legt der Mann das Stofftier
zurück zu dem Haufen anderer Sachen, nimmt die Mütze kurz ab und bekreuzigt sich aus Respekt vor den Toten. Das alles kann man auf dem Video sehen, also ich habe das Video auch selbst angeschaut. Was machen die Medien aus diesem Bildmaterial? Sie deuten das Ereignis total um. Herauskommen muss jedenfalls, pro-russische Separatisten sind abscheuliche Bestien. Bevor ich zum theoretischen Teil meines Vortrags komme, noch ein letztes, viertes und sehr aktuelles Beispiel. Die Handke-Debatte. Auch dazu habe ich im Online-Standard einen Artikel geschrieben, einen Artikel, den der Standard natürlich nie in die Printversion genommen hätte. Der Standard war ja da österreichweit oder sogar im internationalen Maßstab federführend bei den Angriffen auf Handke. Also wenn Sie das verfolgt haben, an manchen Tagen hat der Standard 3 oder sogar 4 Anti-Handke-Artikel gleichzeitig herausgeschossen. Also das war für mich schon unfassbar. Und dabei wurde als feststehend betrachtet, dass Handke in einer in den 90er Jahren erschienenen Jugoslawien-Reiseerzählung pro-serbische nationalistische Propaganda betrieben habe, dass er systematisch Kriegsverbrechen geleugnet habe und dass er ein Busenfreund des damaligen serbischen Präsidenten Slobodan Milosevic gewesen sei. Handke habe sich Milosevic vollkommen unterworfen und sei mit bedingungslosem Gehorsam gefolgt, hat etwa Paul Lendwehr geschrieben und so weiter und so fort. Monatelang ist das so gegangen, von September an bis zur Verleihung des Nobelpreises am 10. Dezember ist ihm das ununterbrochen eingebläut worden. Das Erstaunliche ist nun aber, wenn man selbst recherchiert und außerdem das Buch selbst liest, um das es ja dabei geht, nämlich die winterliche Reise, in der Handke alle diese Positionen bezogen haben soll, das Erstaunliche ist, dass man dann nichts davon drinnen findet. Keine pro-serbische nationalistische Propaganda, keine wie auch immer geratene Huldigung an Milosevic, auch wird man nirgendwo die Leugnung von Kriegsverbrechen finden. Um das alles geht es in dem Buch überhaupt nicht. Und wenn man dieses Buch gründlich liest, dann kommt man drauf, dass diejenigen Passagen, die in den Medien immer wieder als Beweis dafür angeführt wurden, einzelne Stellen sind, die vollkommen aus ihrem Zusammenhang gerissen, zitiert und verdreht wiedergegeben worden sind, so dass ihr ursprünglicher Sinn oft ins gerade Gegenteil verkehrt worden ist. Was man hingegen findet in dem Buch, das ist allerdings Medienkritik. Eine scharfe Abrechnung mit der einseitigen Berichterstattung in den westlichen Medien, wie sie in den 90er Jahren gang und gäbe war, wo die Serben nur mehr als mordende und raubende, Slivovic-saufende Bande aus Bösewichtern dargestellt wurden, während die ganze Komplexität des jugoslawischen Bürgerkriegs unterschlagen wurde. Mehr aber noch, und das ist das eigentlich Interessante, nämlich an diesem Text Handkes, findet man darin nicht nur eine Kritik an der Berichterstattung über Jugoslawien, sondern auch eine Kritik am Journalismus überhaupt, am Wesen des Journalismus, an seiner ausgehöhlten Sprache und an dem durch sie bedingten Verfall unserer Wahrnehmung der Welt, an der dadurch ausgelösten Wirklichkeitsverarmung. Was Handke am Journalismus kritisiert, das ist eine Darstellung der Welt, in der es zumeist nur mehr darum geht, bestehende Stereotype zu bekräftigen. Und der Verdacht liegt nahe, dass es in Wahrheit also diese drastische Medienkritik war, die die Journalisten Handke nie verziehen haben, bis heute nicht. Nicht etwa, dass er ein serbischer Nationalist war oder so etwas, hat die Medien so sehr empört, sondern dass er ihre Autorität in Frage gestellt hat. Prompt wurde er deswegen auch in ein bestimmtes Eck gestellt. In ein Eck,
in das heutzutage alle Medienkritik pauschal gestellt wird, nämlich in ein Eck mit den Rechtsextremen. Beispielsweise hat der Profilkorrespondent Gregor Meyer Handke vorgeworfen, seine Aussagen würden sich nahtlos an das von den Ultrarechten strapazierte Schmähwort Lügenpresse anfügen. Damit sind wir also bei einem ganz zentralen Reizwort der ganzen Mediendebatte angelangt: Lügenpresse. Genau hier muss aber auch eingehakt werden. Stimmt das denn überhaupt, was heutzutage andauernd von den Medienvertretern behauptet wird, dass Lügenpresse ein Nazi-Begriff wäre? Das stimmt nämlich überhaupt nicht. Der Begriff wurde in Wahrheit im Laufe der Geschichte von verschiedensten politischen Fraktionen verwendet, oft von solchen, die dem Faschismus diametral gegenüberstanden, beispielsweise auch von Widerstandskämpfern gegen das NS-Regime, von der Arbeiterbewegung, natürlich auch von den Aktivisten der 68er Revolution. Mehr noch, Medienkritik war traditionell eigentlich immer eine Sache der Linken. Berühmte linke theoretische Köpfe haben stets auch scharfe Machtkritik geübt, scharfe Medienkritik geübt, von Theodor W. Adorno angefangen über Günther Anders bis zu dem französischen Soziologen Pierre Bourdieu. Und als ich in den 80er und 90er Jahren an der Uni Wien studiert habe, da war es ganz selbstverständlich so, dass es die linken politischen Gruppierungen waren, die die Medien kritisiert haben, sie der Lüge bezichtigt und versucht haben, so etwas wie eine Gegenöffentlichkeit aufzubauen. Gegenöffentlichkeit, das war damals also so ein Schlüsselwort. Und gemeint war damit, dass man versucht hat, einen von der Meinungsmache der mächtigen Medienkonzerne unabhängigen öffentlichen Diskurs aufzubauen, in Form von Podiumsveranstaltungen, Flugzettel oder Studentenzeitschriften beispielsweise. Internet gab es ja damals noch nicht. Man wäre damals kaum auf die Idee gekommen, Medienkritik in Verbindung mit der politischen Rechten zu bringen. Die Rechten, das waren doch die Konservativen, das waren nicht diejenigen, die das gesellschaftlich Anerkannte allzu groß in Frage gestellt haben. Irgendwann in den 90er Jahren hat sich das Blatt aber auf einmal gewendet. Ich kann nicht genau sagen, wann und wie, aber da hat das auf einmal begonnen, alle Medienkritiker auf einmal pauschal als Verschwörungstheoretiker abzutun. Also Verschwörungstheorie. Das ist also auch so ein Kampfbegriff, der in diese Debatte gehört. Mittlerweile ist auch der Begriff Fake News dazugekommen oder Vokabel wie Putin-Versteher oder Putin-Troll, ein ganzes Arsenal von Kampfbegriffen, das von der etablierten Presse eingeführt wurde, um ihre Kritiker zu diffamieren. Gut, das sollte aber euch hier, die ihr mir hier im Raum zuhört, vor ein Problem stellen. Zumindest einigen von euch, davon gehe ich aus, ist schon die ganze Zeit ein wenig unwohl mit dem, was ich euch da erzähle. Nicht ganz zu Unrecht sogar. Ich habe auch hier einige Beispiele erzählt aus dem ukrainischen Bürgerkrieg, über Julian Assange, über die Handke-Debatte. Aber woher wisst ihr denn jetzt eigentlich, dass das nicht irgendein Scheiß ist, den ich euch da erzähle? Woher wisst ihr denn tatsächlich, dass ich nicht einer von denen bin, die euch Fake News und Verschwörungstheorien erzählen? Vielleicht bin ich ja auch ein verirrter Putin-Versteher oder sogar ein von Russia Today bezahlter Putin-Troll. Woher wisst ihr das? Woher wisst ihr das wirklich? Könnt ihr das überhaupt wissen? Oder allgemein formuliert, wie können wir das wirklich unterscheiden von all dem, was tagtäglich an Nachrichten und Informationen auf uns einprasselt, welchen wir nun glauben sollen und welchen nicht? Wie treffen wir die Entscheidung? Ein jeder von uns täglich, und er muss die Entscheidung treffen, ob er will oder nicht, welchen Medien er vertraut und welchen nicht. Ich möchte darauf hinweisen, dass das ein tiefes philosophisches Problem ist. Da
Dahinter verbirgt sich im Grunde genommen ein uraltes erkenntnistheoretisches Problem. Wie wissen wir, was wahr ist und was nicht? Wie wissen wir, was wirklich ist und was nicht? Mit anderen Worten, wie definieren wir Wirklichkeit überhaupt? Daran möchte ich jetzt anknüpfen und damit die Debatte auf eine andere Ebene heben. Was also ist Wirklichkeit? Was ist Wirklichkeit? Wirklichkeit, unter dem Aspekt, um den es hier geht, ist nicht zuletzt eins, ein soziales Konstrukt. La société, c'est Dieu. Die Gesellschaft, das ist Gott. Hat sehr unverblümt einmal der Franzose Emile Durkheim gesagt, einer der Gründerväter der Soziologie. Was heißt das, die Gesellschaft, das ist Gott? Was will Durkheim uns damit sagen? Zum Ausdruck gebracht hat er damit die einer jeden Gesellschaft eigene symbolische Macht, welche als letzte Instanz über nicht weniger entscheidet als über Sein oder Nichtsein, über Existenz oder Nicht-Existenz. Mit anderen Worten, was in der diskursiven Ordnung einer bestimmten Gesellschaft nicht vorkommt, das gibt es auch nicht. Was aber seinen Eingang darin findet, das erlangt den Status von Wirklichkeit. Damit ist aber auch die enorme Macht ausgesprochen, die die Medien haben. Sie entscheiden über Sein oder Nichtsein. Die Journalisten sind heutzutage diejenige gesellschaftliche Kaste, die nicht nur für sich selbst, sondern auch für die restliche Gesellschaft darüber entscheidet, was Wirklichkeit ist und was nicht. Was in den Medien vorkommt, bekommt den Status von Realität. Was in den Medien nicht vorkommt, das gilt doch allgemein als nicht real. Etwas profaner als Durkheim hat es einmal der deutsche Systemtheoretiker Niklas Luhmann ausgedrückt. Und das ist jetzt ein berühmter, oft zitierter Satz. Was wir über unsere Gesellschaft, ja über die Welt, in der wir leben, wissen, wissen wir durch die Massenmedien. Wenn wir das überdenken, dann verstehen wir endlich, wieso die Medien ein derart heiß umkämpftes Feld sind. In dieser Hinsicht kommt also der Schicht der mit dem Medienbereich verknüpften Personen eine radikale Sonderstellung innerhalb der Gesellschaft zu. Ihnen kommt der Status von Produzenten zu. Was produzieren sie aber? Wirklichkeit. Sie produzieren Wirklichkeit oder zumindest das, was wir darunter verstehen. Was wir hier alle, also auch wir hier im Saal, unter Wirklichkeit verstehen, das ist, das darf man ja nicht vergessen, zu einem Großteil von den Medien hervorgebracht. Das abzustreiten hat keinen Sinn, dem entkommen wir nicht. Was heißt das aber? Das heißt umgekehrt, dass unser Bild der Wirklichkeit natürlich in einem hohen Maße dem entspricht, was die Journalisten unter Wirklichkeit verstehen. Und man wird nicht fehlgehen, wenn man, wie das wohl ein unvoreingenommener Ethnologe tun würde, meint, dass Journalisten in der modernen Mediengesellschaft in etwa die Stelle einnehmen, die in früheren Kulturen zum Beispiel Priester oder Schamanen innehatten, die ja nicht zuletzt die Aufgabe hatten, ihrem Stamm, ihrem Volk zu erklären, was Wirklichkeit ist, wie die Welt ausschaut, was die Welt ist, wie sie strukturiert ist, was darin abläuft und wie man was darin zu sehen und zu bewerten hat. Von dem her ist also der Journalismus eine ganz besonders prekäre Berufsbranche und mit keiner anderen vergleichbar. Eine Macht, die natürlich jeder versucht an sich zu ziehen und zu beeinflussen. Who controls the media controls the mind, lautet ja nicht umsonst ein Spruch. Natürlich
behaupten die Medien alle der Reihe nach, sie wären unabhängig und objektiv und entzögen sich allen Einflussnahmen. Das gehört dazu. Das ist allerdings nicht ernster zu nehmen als die Märchen, die früher die Hohepriester über ihre göttliche Herkunft erzählt haben. Man darf hier vor allem eins nicht vergessen. Eine der wichtigsten Funktionen allen sozialen Interagierens ist die Herstellung gesellschaftlicher Kohärenz, das heißt von Widerspruchsfreiheit. Ganz besonders ist dies Aufgabe der Priesterkasten. Sie agieren darum immer in Komplizenschaft mit der gesellschaftlichen Macht und über sie werden die Schlachten um diese Macht geführt. Schon darum kann es nie irgendeine Unabhängigkeit der Medien von gesellschaftlicher Macht geben. Die stehen nie draußen, die stehen schon immer mittendrin im Zentrum des Machtkampfs. Daraus ergibt sich natürlich insbesondere die Frage, wie mit Abweichlern und Heretikern umgegangen wird. Mit denjenigen, die beispielsweise ein von der herrschenden Meinung abweichendes Weltbild vertreten und propagieren oder auch bloß irgendetwas zur Sprache bringen wollen, das vom herrschenden Weltbild abweicht, das dort nicht hinpasst. Ein wichtiges Prinzip ist, dass solche Leute aus dem Diskurs weitestgehend ausgeschlossen werden. Sie werden natürlich auf alle erdenkliche Art und Weise diffamiert, das heißt, ihre Aussagen werden entwertet. Am ehesten werden sie aber schlicht totgeschwiegen. Und damit schließt sich der Kreis zu der Frage, die ich bei den Beispielen am Beginn gestellt habe, nämlich warum bestimmten Dingen im öffentlichen Diskurs die Stimme verweigert wird. Warum gewisse Nachrichten einfach nie wirklich zu Nachrichten werden, wie im Fall des Aufrufs der 5 Politiker. Oder wenn, dann nur indem sie zuerst entsprechend dem herrschenden Weltbild umgedeutet werden. Siehe das Foto des prorussischen Kämpfers mit dem Kinderspielzeug. Manchmal macht sich die Medienwelt freilich auch den Spaß und lässt einen Außenseiter zu Wort kommen, wie zum Beispiel Jürgen Tödenhofer, der dann vielleicht als der Einzige, der den Westen kritisiert, in einer großen deutschen Talkshow-Runde sitzen darf, als Beispiel, als Feigenblatt dafür, dass ja doch die Vielfalt herrscht. Abweichler werden also nicht immer vollkommen ausgeschlossen, aber wenn sie vorkommen dürfen, dann nur am Rand und nur in kontrollierten Dosen, transformiert in sozial Verträgliches, so wie man ja mich selbst auch im Online-Standard meine von der Blattlinie abweichenden Artikel schreiben lässt. Mehr lässt man mich auch nicht machen. Jetzt aber zu einer anderen wichtigen und sehr schwierigen Frage. Und damit werden wir uns jetzt noch ein Weilchen beschäftigen. Nämlich, wie stellen denn die Medien überhaupt diese Kohärenz her? Mit anderen Worten, wie funktioniert so überhaupt so etwas wie Gleichschaltung der Medien? Nämlich die Gleichschaltung der Medien untereinander, aber auch die Gleichschaltung innerhalb eines Zeitungskonzerns oder einer Fernsehanstalt. Wieso ist es zum Beispiel so, dass der am Beginn genannte UNO-Sonderberichterstatter Nils Melzer, der in den großen Zeitungen der Welt, die quer über den Globus verstreut sind, in den USA, in Großbritannien, in Australien, dort überall versucht hat, seinen Artikel unterzubringen, dass der das also dort überall versucht hat, aber die alle lehnten ihn ab. Das scheint ja wie von Geisterhand zu sein. Das wirkt ja wie ein geheimer Zauber, als hätten die sich alle untereinander abgesprochen, als gäbe es da ein zentrales Kommando. Und es ist kein Wunder, dass angesichts solcher unheimlicher Vorkommnisse dann die Verschwörungstheorien blühen. Aber so einfach ist das sicher nicht. Also es läuft sicher nicht so simpel ab, dass die Journalisten der betreffenden Blätter jetzt alle vom CIA eingeschleust worden sind oder von ihm bezahlt werden. Solche Theorien können natürlich auch von den Journalisten sehr leicht abgetan und belächelt werden. Nein, so einfach läuft es sicher nicht. Aber
tatsächlich berührt das ja eine sehr ernsthafte Frage. Eine Frage, die ich persönlich mir schon vor Jahrzehnten gestellt habe, als ich zum ersten Mal begonnen habe, die Medien kritisch zu beobachten. Nämlich, wieso ist das überhaupt so, dass da gerade diese Personen in den Redaktionen sitzen, die dort sitzen und nicht andere? Und ist das nicht etwas merkwürdig, dass beispielsweise gerade der Herr XY von allen Menschen ausgewählt worden ist, dass er da in der Zeitung A seine persönliche und oft sehr beschränkte Meinung in einer täglichen Kolumne zum Ausdruck bringen kann und der Rest der Bevölkerung nicht? So dass ausgerechnet das, was dieser scheinbar zufällig ausgewählte Mensch sich denkt, den Charakter einer öffentlichen Meinung gewinnen kann. Ist das nicht undemokratisch, habe ich mich immer schon gefragt. Das ist doch ein merkwürdiges Privileg. Denn jeder kann da ja offenbar nicht hin. Also Leute wie Sie und ich, die werden ja nicht gefragt, ob sie da auf Seite 1 vom Standard jeden Tag ihre persönliche Meinung absendern wollen, so wie der Herr Hans Rauscher das darf. Ja, warum eigentlich nicht? Warum fragt uns keiner? Also diese Frage, was das für ein Weg ist, der in die Redaktionen der Leitmedien führt, der ist in der Tat gerechtfertigt. So selbstverständlich ist das nicht, was da geschieht. Nun funktioniert das Selektionsverfahren, das einen Menschen in eine Zeitungsredaktion führt, ihn dort Karriere machen und unter Umständen sogar zum sogenannten Alpha-Journalisten aufsteigen lässt, sicherlich nicht so einfach, dass die CIA dafür sorgt, dass dort der Richtige sitzt. Das nicht. Ziemlich nahe an einer Beantwortung der Frage ist sicherlich der linksintellektuelle Noam Chomsky. Der hat einmal sinngemäß gesagt, die amerikanischen Journalisten brauchen gar nicht irgendjemanden von der amerikanischen Regierung, der ihnen sagt, wie sie zu schreiben haben. Und zwar deswegen, weil die amerikanischen Journalisten sich ohnehin von vornherein mit den Interessen der amerikanischen Regierung oder wenigstens mit den Interessen der USA identifizieren. Amerikanische Journalisten werden von vornherein nichts schreiben, was plötzlich die USA als Bösewicht darstellen lässt und die Russen als die Guten. Das stimmt sicherlich. Aber diese Äußerung von Noam Chomsky klärt noch nicht zur Genüge, wie es zu dieser Konstellation kommt. Es gibt ja auch genügend kritische Köpfe und Abweichler auf der Welt, auch in den USA. Wodurch wird, und das ohne direkte Einflussnahme der amerikanischen oder britischen Regierung, wodurch wird sichergestellt, dass so ein Abweichler und Querkopf nicht einmal Chefredakteur bei der Washington Post oder bei der Times wird und dann plötzlich querschießt? Mit anderen Worten, die zentrale Frage lautet, auf welche Weise schottet sich die Kaste führender Journalisten auf der Welt gegenüber Veränderungen ab und schützt sich vor dem Eindringen von Abweichlern in ihr Milieu? Wie reproduziert sich eine derartige gesellschaftliche Schichte? Im Übrigen stimmt es ja nicht, dass Journalisten nie kritisch sind, das sind sie sogar sehr oft. Und die Journalisten stellen sich natürlich auch gerne als die Kritischen dar. Aber bestimmte Dinge, wie wir gesehen haben, die gehen für sie einfach nicht. Was sorgt also dafür, dass die Journalisten sehr wohl wissen und spüren, was sie bringen dürfen und was sie ja nicht bringen dürfen? Was einfach nicht geht? Was sorgt dafür, dass ein Chefredakteur der Washington Post beispielsweise haargenau spürt, so einen Artikel wie den von Nils Melzer zu veröffentlichen, das überschreitet eine unsichtbare Grenze. Das passt einfach nicht. Sowas kann man nicht tun. Die soziologische Antwort lautet sicherlich der Sozialisationsprozess, den angehende Journalisten durchlaufen. Der erzieht ihnen dieses Gespür an. Da wird ihnen das allmählich beigebracht. Der sorgt auf eine ganz merkwürdige Weise dafür, dass ein erfahrener Journalist sofort weiß, das schickt sich einfach nicht, so etwas abzudrucken. Und hier stößt man auf eine
sehr interessante soziologische Theorie, die komplexe gesellschaftliche Anpassungsprozesse dieser Art zu fassen versucht und mit deren Hilfe man auch besser verstehen kann, was vor, am Beginn und während einer Journalistenkarriere alles mit einer Person passieren muss, damit sie überhaupt so weit kommt. Und diese Theorie ist die Theorie des Habitus. Das ist eine Theorie des französischen Soziologen Pierre Bourdieu. Gestoßen bin ich darauf in diesem Buch, das ich sehr empfehlen kann, von Markus B. Glöckner, Sabotierte Wirklichkeit oder Wenn Journalismus zur Glaubenslehre wird. Hier auch vielleicht das Hauptwerk von Bourdieu selbst, die feinen Unterschiede, Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. Ich warne nur davor, das ist ein 800 Seiten dicker Wälzer und sehr schwierig geschrieben. Um jetzt sehr stark vereinfachend die Grundthesen dieses Buches auf einen einzigen Satz herunterzubrechen: Wir alle haben ein ganzes hochkomplexes soziales Zeichensystem verinnerlicht, mit dem wir die soziale Zugehörigkeit von jemandem ablesen können. An dem Auftreten der betreffenden Person, an ihrem Erscheinungsbild, an ihrem Benehmen, an ihrer Sprache, an den von ihr vertretenen Weltanschauungen. Und diese Maßstäbe zu Zwecken sozialer Kontrolle werden natürlich auch angewandt, sobald jemand Journalist wird oder werden will. Markus Glöckner spricht hier vom Stallgeruch, den einer haben muss, wenn er sich bei einer Zeitung oder bei sonst einem Medium bewirbt. Das heißt, der Habitus eines angehenden Journalisten muss natürlich jenem Habitus entsprechen, der das journalistische Feld dominiert, sonst wird er dort nicht akzeptiert. Dementsprechend ist doch durch statistische Erhebungen belegt, dass Journalisten in ihrer sozialen Zusammensetzung natürlich kein Spiegel der Bevölkerung sind. Zum Großteil entstammen sie der aufstrebenden Mittelschicht und ihr Blick geht auch nach oben. Sie sind also eher geneigt, sich mit den oberen sozialen Schichten zu identifizieren als mit den unteren. Personen mit Herkunft aus unterprivilegierten Schichten sind hier nur mit einem sehr, sehr geringen Prozentsatz vertreten. Je weiter man in der Hierarchie nach oben geht, in der Journalistenkaste, desto mehr verstärkt sich diese soziale Ausrichtung. Dem Soziologen Michael Hartmann zufolge kommen über 3/4 der Herausgeber und Chefredakteure der großen privaten Medien in Deutschland aus den oberen 4% der Bevölkerung. Dementsprechend schaut doch die weltanschauliche Ausrichtung der Medien aus. Von daher meine ich, durch diese soziale Herkunft und Vorgeschichte der Journalisten lässt sich auch erklären, dieser herablassende und von Unverständnis zeugende Ton, der in den Leitmedien gerne gegenüber Trump-Wählern oder Wählern von populistischen Parteien generell angeschlagen wird. Von den unteren Schichten und den gesellschaftlichen Randschichten, zumindest habe ich diesen Eindruck und manche andere auch, wird ja generell oft nur wie von Idioten gesprochen, wie vom dummen Volk, das nicht kapiert, dass das System, wie es ist, doch eh ganz in Ordnung ist. Es geht uns doch allen gut, ist da ein oft wiederholter Tenor. Was haben die Leute alle nur für ein Problem, dass sie zu unzufrieden sind? Modernisierungsverlierer werden dann ja auch die unteren gesellschaftlichen Klassen oder Randgruppen in den linksliberalen Medien oft verächtlich genannt. Soweit einmal zu den Wirkmechanismen der sozialen Herkunft der Journalisten. Entscheidend für die Perspektivik und die Themensetzung in den Medien ist aber natürlich auch der Erziehungsprozess, den ein angehender Jungjournalist sodann zu durchlaufen hat. Markus Glöckner veranschaulicht das mit folgenden Worten. Angenommen, also Sie sind ein angehender Jungjournalist, Sie haben gerade eine der begehrten Volontärstellen erhalten. Sie sitzen in einer Redaktionskonferenz zusammen mit 50 bereits angesehenen Redakteuren und Reportern.
Sie möchten einen Beitrag vorschlagen, dessen Inhalt und Tenor vollkommen den Ansichten der meisten Kollegen widerspricht. Als Sie Ihre Idee vorstellen, ist der Chefredakteur sichtbar genervt und auch sein Stellvertreter drückt durch Mimik und Gestik aus, dass er mit der inhaltlichen Ausrichtung Ihres Beitrags nicht zufrieden ist. Und so weiter und so fort. Also Sie können sich schon ausmalen, wie das weitergeht. Die Conclusio von Markus Klöckner ist also die, dass so ein junger Journalist sich dann natürlich irgendwann fügen und lernen wird, was er sagen kann und was nicht. Das heißt, langsam erwirbt er das, was man die Schere im Kopf nennt. Und irgendwann wird er diese Schere im Kopf nicht mehr als Zwang erleben, sondern glauben, er tut das aus freien Stücken und deswegen, weil das einfach so richtig ist, weil es gar nicht anders sein könnte. Und wenn der Jungjournalist so weit ist, dann hat er sich das erworben, was Bourdieu den Habitus nennt. Das heißt, er hat die weltanschaulichen Maßstäbe seines sozialen Milieus verinnerlicht. Sie sind für ihn selbstverständlich geworden. Sie sind ihm in Fleisch und Blut übergegangen, wie es so schön heißt. Und so entsteht schließlich das, was Markus Klöckner als Weltbildjournalismus bezeichnet. Weltbildjournalismus. Was heißt das? Das heißt, es wird nur mehr das in den Medien berichtet, was dem im journalistischen Feld anerkannten Weltbild entspricht, beziehungsweise es wird nur mehr auf die Art und Weise berichtet, wie es diesem Weltbild entspricht. Denn man steht immer unter Beobachtung des sozialen Feldes, dem man angehört. Und das gilt jetzt nicht nur am Anfang der Karriere. Es gibt auch Beispiele dafür, dass bereits etablierte Journalisten ihre Reputation und ihren Job verloren haben, weil sie gegen diese informellen Regeln verstoßen haben. In diesem Buch wird etwa der Fall eines deutschen Journalisten erwähnt, der eine besonders kritische Fernsehdokumentation über Uranmunition bei der NATO gedreht hat. Also das war zwar möglich, dass der Mann diese Dokumentation gedreht hat, die wurde auch gesendet, die bekam sogar einen Preis. Aber eben nur einmal und nie wieder. Es war fortan für ihn nicht mehr möglich, in einer öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalt einen Film oder einen Bericht unterzubringen. Daran wollte sich niemand mehr die Finger verbrennen. Und als er endlich einmal einen leitenden Redakteur gefragt hat, was da los sei, bekam er die Antwort, er habe eben den Ruf, ein Schwieriger zu sein. Was heißt das alles? Das heißt, das journalistische Feld ist, wie im Prinzip alle sozialen Felder, ein komplexes gruppendynamisches System von Ein- und Ausschließungsmechanismen, in denen andauernd abgecheckt wird, ist das einer von uns oder nicht? Macht er das, was wir unter Journalismus uns vorstellen oder etwas anderes? Und was auch wichtig ist, diese Prozesse gehen zumeist unbewusst vor sich. Damit ist doch die Art und Weise ausgesprochen, wie Zensur funktioniert. Zensur, wieder so ein Reizwort, was in die Mediendebatte gehört. Das Gefinkelte der Zensur in der heutigen Gesellschaft ist ja, dass sie nicht so funktioniert, wie man sich das halt althergebracht vorstellt. Das ist heutzutage nicht mehr wie beim Metternich, wo alles, bevor es veröffentlicht wurde, den Zensurbehörden vorgelegt werden musste. Es funktioniert natürlich auch nicht wie im Nationalsozialismus oder im Stalinismus. Das brauche ich euch ja nicht zu sagen. Die heutigen Machthaber können daher natürlich offen bekunden, es gebe keine Zensur. Jeder sei doch frei zu sagen, was er wolle. Niemand schreibe den Zeitungen vor, was sie zu sagen haben. Und auch die Medienvertreter selbst streiten natürlich durch die Bank ab, dass es in ihrem Metier irgendeine Zensur gebe. Und sie sind auch selbst davon überzeugt. Und sie haben recht. So wie man sich das gewöhnlich vorstellt, gibt es natürlich keine Zensur. Es gibt sie aber sehr wohl massiv in einem subtilen Sinn, nämlich als, und darauf laufen all diese Ausführungen hinaus, als sozial-strukturell geformte Struktur. Oder wie es auch Bourdieu einmal gesagt hat,
der Diskurs als solcher und über ihn das ganze Feld funktioniert als Instrument der Zensur. Oder, so könnte man ähnlich im Sinne des Sozialphilosophen Michel Foucault sagen, der gesamte Diskurs als solcher ist Macht, ist das, worum und womit man kämpft. Soweit einmal dieses Thema. Ich habe in meinem Referat diesem soziologischen Aspekt von Medienkritik nun sehr breiten Raum gegeben. Wenn Sie mir erlauben und es Ihnen nicht zu viel ist, möchte ich jetzt gegen Ende des Referats aber nun doch auch noch auf einige andere Gesichtspunkte der Medienkritik zumindest hinweisen, die mir auch wichtig sind. Und zwar deswegen, weil man allgemein überhaupt eine falsche Vorstellung davon hat, wie die Weltnachrichten zustande kommen. Und die Medien selbst arbeiten natürlich auch daran, dieses falsche Bild am Leben zu halten, das man von ihrer Arbeit hat. Da hat man beispielsweise immer so den Eindruck, die Journalisten sind da alle direkt vor Ort bei einem Geschehen und berichten unmittelbar von dort, die sogenannten Auslandskorrespondenten. Da stehen sie dann etwa vor der TV-Kamera mit dem Mikrofon und hinter ihnen gehen beispielsweise die Bomben auf Bagdad runter oder so etwas. Man hat jedenfalls immer den Eindruck, die sind da selbst auf Tuchfühlung mit den Ereignissen und darum vertraut man ja auch ihren Berichten. Das alles ist eine große Illusion der Unmittelbarkeit, die uns die Medien da liefern. Und insbesondere die Organisation Reporter ohne Grenzen, die arbeitet ja permanent an dieser journalistischen Selbstmythifizierung. Nun mag es zwar stimmen, dass es vereinzelt solche heldenhaften Reporter gibt, die sich sehr weit vorwagen und sogar in Lebensgefahr begeben und auch umkommen, aber das ist nur ein ganz, ganz geringer Prozentsatz unter allen Journalisten und die allerwenigsten davon wiederum gehören jener amerikanisch-westeuropäischen Journalisten-Clique an, von der hier die Rede ist. Die meisten von dieser verbringen ihr Leben im Umkreis ihrer Redaktionsstuben oder der dazugehörigen Netzwerke, sind aber nie an den Schauplätzen gewesen, von denen sie schreiben, erst recht nicht, als es dort gefährlich war. Das, was der durchschnittliche Journalist einer Tageszeitung oder eines Fernsehsenders unserer Breiten in der Regel macht, ist nichts anderes, als das abzusaugen und oft eins zu eins wiederzukäuen, was die Nachrichtenagenturen verbreiten. Darum schauen ja dann die Nachrichten zu bestimmten Themen in den einzelnen Zeitungen meist so ähnlich aus, nicht selten bis in die genaue Wortwahl und in die Formulierungen hinein. Die Nachrichtenagenturen, die große Unbekannte, ja, darüber weiß man so wenig, das wird richtiggehend geheim gehalten. Dabei sind sie die wesentlichen Nachrichtenproduzenten, nicht die Journalisten, unter deren Namen uns die Artikel dann vielleicht präsentiert werden, nicht die Zeitungen, nicht die Fernsehanstalten. Die Nachrichtenagenturen produzieren die Nachrichten. Manchmal nur erkennt man das, wenn man ein möglichst klein gehaltenes Kürzel unter den Texten sieht. Wer sind also diese Nachrichtenagenturen? Global bedeutsame gibt es nur drei. Erstens die amerikanische Associated Press, kurz AP, die allein mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung erreicht. Zweitens die französische Agence France-Presse, kurz AFP. Drittens die britische Reuters. Diese drei Agenturen haben ein riesiges Netz von tausenden Mitarbeitern über die ganze Welt verteilt. Man muss sich vorstellen, was das heißt, was da für eine enorme Macht in wenigen Händen liegt. Nur drei Nachrichtenagenturen, die den Globus mit den wesentlichen Weltnachrichten versorgen. Natürlich gibt es auch kleinere Agenturen, wie zum Beispiel die deutsche Presseagentur, kurz DPA, oder dann noch kleinere, wie die österreichische Austria Presseagentur, kurz APA genannt, oder die schweizerische Depeschenagentur, kurz SDA, wobei die kleineren Agenturen
aber dann eigentlich nur mehr das abschreiben, was die Größeren vorgeben. Und das ist überhaupt das, was da am meisten geschieht in diesem Mediensystem. Das meiste, was da geschieht, ist, dass da alle voneinander abschreiben. Ebenso schreiben natürlich auch die großen Zeitungen der Welt dauernd voneinander ab und die kleineren ziehen nach. Überall da gilt, kopieren geht vor recherchieren. Was die anderen bringen, das bringen wir auch. Was die anderen nicht bringen, das bringen wir auch nicht. Dieser Herdentrieb hat für den Journalismus teils sehr fragwürdige Folgen. Als etwa einmal Zuschauer beim schweizerischen Fernsehen angefragt haben, warum über einen großen Friedensmarsch in der Ukraine nicht berichtet wurde, wissen Sie, was dann das schweizerische Fernsehen lapidar geantwortet hat? Nun, diese Meldung sei doch von den drei großen Agenturen nicht bestätigt worden. Das heißt, was diese drei großen Agenturen nicht berichten, das gibt es praktisch nicht auf der Welt. Das gilt so lange als inexistent, bis sie es bestätigt haben. Umgekehrt haben die Agenturen darum auch einen großen Einfluss auf die Rolle, die die Auslandskorrespondenten zu spielen haben. Von deren Arbeit macht man sich, wie ich schon gesagt habe, eine vollkommen falsche Vorstellung. Die mögen zwar irgendwo in den betreffenden Ländern vor der Kamera stehen und sich da so hinstellen, dass man glaubt, die berichten jetzt von dem, was sie da selbst live mitbekommen, aber so ist das nicht. Den allermeisten dieser Korrespondenten fehlen auch die Sprachkenntnisse für ein eigenständiges Recherchieren. Die beherrschen ja meist noch nicht einmal die Sprache des betreffenden Landes. Was die einem weitergeben, das sind auch nur die Informationen, die sie von Reuters, von der AfD oder der AP bekommen haben. Die Auslandskorrespondenten sind also in der Regel nur so etwas wie bezahlte Schauspieler, die so tun, als ob sie da jetzt ganz spontan auf Fragen aus dem Studio Antwort geben. In Wahrheit sind Fragen und Antworten natürlich im Vorhinein abgesprochen und eingeübt. Wenn aber der eine oder andere Korrespondent tatsächlich einmal eigenständig recherchiert und etwas von dieser Linie Abweichendes bringen möchte, kann auch Schwierigkeiten bekommen. Die Medien nehmen das schlicht nicht, was sich nicht in die gängigen Narrative fügt. Der Korrespondent wird zurückgepfiffen, hey, was soll denn das? Er muss sich rechtfertigen, er wird unter Umständen sogar strafversetzt und so weiter und so fort. Wenn Sie noch ein bisschen Geduld haben, es gibt bei all dem schließlich einen weiteren Aspekt, auf den ich hier aus Zeitgründen wirklich nur mehr ganz knapp hinweisen kann, obwohl das für sich ein Riesenthema wäre. Die nächste große Unbekannte, von der man als einfacher Medienkonsument nichts weiß, das ist nämlich die massive Rolle, die PR-Firmen in dem ganzen Spiel spielen. Hinter wahnsinnig vielen Medien, hinter wahnsinnig vielen Meldungen, die wir reinbekommen, stecken PR-Firmen, eine milliardenschwere PR-Industrie, deren Auftraggeber oft Regierungen oder mit ihnen verbundene Netzwerke sind. Also das ist ein riesiges globales Geflecht, das ungeheuer einflussreich ist. Wenn Sie mir, falls es nicht schon zu lang dauert, hier ein einziges Beispiel erlauben. Zu den unter den Medienkritikern bekanntesten PR-Aktionen gehört die sogenannte Brutkastenlüge. Vielleicht sagt das auch hier im Raum einigen etwas. Das geschah während des ersten Golfkriegs 1990. Da erzählte eine 15-jährige Kuwaiterin, anscheinend ganz authentisch, bei einer öffentlichen Anhörung im US-Kongress als Augenzeugin davon, wie brutale irakische Soldaten bei dem Angriff auf Kuwait wehrlose Babys aus den Brutkästen gerissen hätten. Mit dem Verweis auf diese Gräueltat wurde in der Folge von US-Präsident George Bush Senior immer wieder der Krieg gegen Saddam Hussein gerechtfertigt. Die Story wurde von den großen Medien ohne jedes Hinterfragen übernommen. Tatsächlich war sie eine Erfindung der US-amerikanischen PR-Firma Hill & Knowlton,
Die war wiederum beauftragt von der kuwaitischen Regierung, freilich nicht direkt, sondern über Zwischenglieder. Das 15-jährige Mädchen war auch keine unabhängige Zeugin, sondern die Tochter des kuwaitischen Botschafters. Die PR-Firma Hill & Knowlton wiederum ist nur eine von mehreren Unternehmen der riesigen WPP-Gruppe, die einen geschätzten Jahresumsatz von 14 Milliarden Euro erwirtschaftet und 160.000 Mitarbeiter in 200 Büros und 108 Ländern hat. Also so muss man sich die Dimensionen hier vorstellen. Im Allgemeinen wird aber, so die Conclusio dieses Kompendiums hier, und dem schließe ich mich an, im Allgemeinen wird in den Medien gar nicht so viel gelogen, nämlich im engeren Sinn des Wortes wird eigentlich gar nicht so viel gelogen, und insofern ist der Begriff Lügenpresse tatsächlich falsch. Passender wäre, wie einer der Medienkritiker meint, die hier drin eben Erwähnung finden, passender wäre der Begriff Lückenpresse. Damit ist gemeint, dass die Medien eher verkürzen, unterschlagen, verdrehen und verfälschen, statt direkt zu lügen. Das Hauptproblem ist eher, welche Perspektive sie einnimmt und welche Bewertung sie den Medienkonsumenten damit nahelegen. Beziehungsweise das Problem ist auch, wie wir gesehen haben, das Verhältnis zwischen dem, was die Medien einem erzählen und dem, was sie einem verschweigen. Jetzt ganz am Schluss zurück zu dem Titel meines Vortrags. Kann man den Medien noch trauen, habe ich da gefragt. Die Antwort, die Markus Klöckner in seinem Buch gibt, lautet ganz illusionslos nein. Und ich muss zugeben, da bin ich so weit Pessimist, das wäre auch meine Antwort. Es gibt aufgrund all dessen, was ich da jetzt geschildert habe, keinen Grund, den Medien zu trauen. Ich würde sogar noch viel weiter gehen und sagen, es ist eine gigantische Scheinwelt, die um uns aufgebaut ist. Eine Reform des Mediensystems von innen heraus hält Klöckner allerdings für unmöglich. Denn diejenigen, die da an den Schalthebeln der Macht sitzen, die haben ja gar kein Interesse daran, irgendetwas zu ändern. Aus deren Sicht gibt es ja gar kein Problem, sondern es ist alles in Ordnung. Wichtig wäre es, stattdessen ein gut funktionierendes System alternativer Medien aufzubauen und zu etablieren. Freilich, das ist augenblicklich noch Utopie, und solange das nicht realisiert ist, ist jeder Einzelne von uns auf sich selbst zurückgeworfen. Also mehr kann ich euch nicht sagen. Glaube wenig, hinterfrage alles, denke selbst, hat darum der Medienkritiker Albrecht Müller als Leitlinie ausgegeben. Und mit dieser Empfehlung möchte ich schließen. Ich danke.